Viel Wälzen, viel Wind, viel Schweiß. Der Schlaf nicht so erholsam, wie er sein sollte. Vor allem bei Temperaturen wie im Dampfbad. Im Augenblick ist das Schlafen fast so anstrengend wie das Wachbleiben, finde ich. Nackt schlafen, es ist super. Kalte Handtücher und halt länger wach bleiben. Zu lang aber auch nicht. Mindestens 6 Stunden Schlaf sollten es schon sein. Am besten sogar 7 bis 8, sagen Experten. Für viele gerade jetzt im Sommer nicht einfach. Aber jede Menge kluge Gadgets versprechen Abhilfe. Fitnessarmbänder und smarte Ringe messen während des Schlafens unter anderem den Puls, Körpertemperatur und Bewegungen des Nutzers. Mit den Daten wollen sie dann Tipps für eine bessere Erholung geben. Auch fürs Einschlafen gibt's technische Hilfsmittel. Einige Apps auf dem Handy spielen etwa meditative Klänge, die beruhigen sollen. Ziemlich viel Tech für ein menschliches Grundbedürfnis. Jeder brauche in der Hinsicht was anderes, sagen Schlafforscher. Traumhafte Erholung nach Standard-App-Rezept eher schwierig. Vielmehr sei wichtig, den richtigen Moment zum Einschlafen zu finden. Also nicht ins Bett gehen, weil es ist Zeit, ins Bett zu gehen und man ist noch wach. Dann kann man im Zweifelsfall gar nicht einschlafen. Sondern wenn man merkt am Abend, dass man müde wird, das ist genau der richtige Moment, um sofort ins Bett zu springen. Und dann ist auch der nervigste Ton des Morgens nur noch halb so schlimm.